So, da sind wir wieder. Wir werden jetzt einen Abstecher in Falkenring machen. Soll ich euch mitnehmen? Ja. Ich kann euch. Wohin soll's gehen? Nach Falkenring. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Weil da habe ich auch etwas zu erledigen. Und zwar, ich muss für den Jarl eine Aufgabe machen. Damit wir nämlich schon mal unser Land kriegen. Ich glaube nämlich nicht, dass man dafür bezahlen muss. Glaube ich. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, uns ist da möglich, halt dieses Land zu holen. Da töten wir dann wenigstens noch ein paar Gegner. Und dann wird das schon passen. So, ist das. Netherman's Drink. Ah ja, das ist das Langhaus. Langhaus des Jahres. Gut. Und der Jarl ist nicht da. Kacknase. Nee, das ist nicht der Jarl. Das auch nicht. Ey, yo, ja. Ja, was wollt ihr? Arbeit. Ich verlange einen Tribut, bevor ihr für echte Aufgaben in Frage kommt. Wie wäre es mit einem Getränk? Und nichts von diesem Mist hier. Echten Schwarzdornmet, frisch aus Rifton. Jo. Das solltet ihr auch besser tun. Ich hasse es, wenn man meine Zeit vergeudet. Mein Onkel Dengeier war bis vor kurzem Jarl. Aber da sein Alter und seine Gesundheit ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, ist er abgetreten. Er dient uns nun als ehrenhafter Tane. Und zum Glück bin ich nun der Jarl. Erschwert euch eure Erfahrenheit die Arbeit? Überhaupt nicht. Ich bin ein Jarl. Ich esse die leckersten Speisen, trinke das edelste Met und jage mit den besten Hunden. Mein äußerst Cool. fähiger Vogt kümmert sich um die Belange der kleinen Leute und sorgt dafür, dass alles rund läuft. Es ist so einfach, ein Jarl zu sein. Ihr solltet es mal versuchen. Besucht mich doch mal wieder. Finde ich Vielleicht cool. habe ich dann einen Auftrag für euch. Ich besorge dir erstmal dein dämliches Schwarzdornmet in Rifton. Okay, ja, ich meine, die Schenke ist da ja direkt. Ab die Post nach Rifton. Bier kaufen. Dass ich mal für so einen Grund nach Rifton fahre. Nur um fucking Bier zu kaufen. Naja. Schwarzdornmehlbrauerei, wo haben wir sie denn? Ja. Ich muss zur Arbeit, in die Schwarzdornbrauerei. Bin morgen früh wieder zurück. Das heißt, ich kann die folgen einfach, okay. Entschuldigt, aber ich kann euch jetzt nicht besonders helfen. Ich trauere. Willkommen in Rifton, Heimat der Liebesgilde. Ihr braucht so etwas? Hätten sie es zumindest gern. In Wahrheit sind sie Geh mal nur da rein. Gauner und Abschaum, der sich im Rattenweg herumtreibt. Okay, hier auch nicht. Ihr stammt auch nicht von hier, was? Ich habe Mjoll noch niemals so durcheinander erlebt. Die Gedanken anderer Menschen. Statt geht ihr oh ja, hier. Hier rein! Honig. Warte mal, genau. Dieses Honigbräu-Met will er haben. Gut. Willkommen. Wir servieren hier nur das Beste. Schwarzdornmeet zum Beispiel. Werft einen Blick drauf. Ich möchte gerne Schwarzsoll mit. Eins tut's auch. Oh mein Gott. Es ist eine Ab. Erst letzte Woche habe ich zu meinem Arbeiterkollegen in der Brauerei. Also hör zu. Ich bin.
Hört auf meinen Rat und verschwindet aus Rifthorn, so schnell ihr nur irgend könnt. Lady May, Sie verwenden... Bei uns schmeckt der letzte Schluck aus der Mist. Bitte, ihr werdet Maven doch nicht... Mich entlassen? Ja, natürlich. Hm? Guten Morgen. Da gab's mal einen Bug, da konnte man bis Level 100 Redekunst durchholen. Gut, ich hab denn dämliches Bier. Ach, ich hatte sogar schon eins. Scheiße. Jetzt habe ich 75 Gold für umsonst ausgegeben, oder wie? Ich meine, nicht, dass es jetzt viel ist, weil ich meine, wir verdienen jetzt nachher wirklich viel Geld. Aber mehr. Trotzdem unnötig. Ey, yo, Jarli. So. Ja, genau das will ich sehen. Leute, die ihre Aufgaben erledigen. Hier, eine kleine Aufmerksamkeit. Geil. Ihr habt euch als verlässlich erwiesen. Es gibt eine Gruppe von Banditen, mit der ich ein paar diskrete Geschäfte abgewickelt habe. Der Anteil, den sie mir gegeben haben, war anfangs gut. Aber jetzt wird es Zeit aufzuräumen. Kümmert euch darum. So soll es geschehen. Tötet alle Banditen. Lasst keinen übrig. Stimmt, das war von dem, nicht von Aveneki. Genau diese Aufgabe habe ich nämlich von Aveneki gehofft, aber naja. Wo genau war es jetzt? Genau, hier in Messerkamm. Heißt, ich muss ihn laufen. Ohne Pferd. Echt doch kacke, Mann. Aber naja, Messerkamm ist ja nicht so weit weg, von daher passt das schon. Und Wanderungen gehören ja auch zum Spiel. Toter Bandit. Oh, noch ein toter Bandit. Dann gehe ich einfach mal weiter. Was? Ach, da ist ein Dingens. Ey, erstmal Sachen holen. Wow, das Ding macht echt nicht wenig Schaden. Oh Mann. Wow. Das war schon ziemlich krass. Aber gutes Training. Und jetzt habe ich keine Tränke mehr. Easy.
Aber ich habe eine neue Stufe, heißt einmal kostenlos heilen, komplett geht ja. Okay. Und dann mal weiter zum Kammberg. Ja, da liegen, da sind auch wieder Leute, die mal umlegen können. Hi. Das ist eklig, Mann. Ah, wir sind ja auch fast da schon. Das ist gut. Schön Blut verschmiert die Waffe. So, warte mal, ich habe doch hier noch so Zaubertränke für Ausdauer, oder? Wow. Eine verbrannte Leiche, das Knochenmehl drin. Okay. Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste. Ene, mene, meck und du bist weg. Okay. Ein kostenloses Pferd mal gemacht hier. Schade. Schade. Wie gesagt, ich kann mir jetzt ein kostenloses Pferd holen. Was ist? Die sind so mausetot, dass ich sie gar nicht wiederbeleben kann. Krass. Hier um die Ecke muss irgendwo der Eingang sein jetzt. Na komm schon. Wo geht's denn lang? Da müssen wir hin. Ja, geht doch. Da sind wir doch. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Boy Sven, Alter. So, was haben wir denn hier? Gold, Pfeile. Ja, schießt du ihn mal runter. Oder soll ich's machen? Weil er es scheinbar nicht hinkriegt. Vollidiot. Naja. So. Was hat er so zu bieten? Ein Stahlstreitkolben. Ein Gauntlet. Ein Helm. Auch eine komplette Rüstung auch.
Wo ist der Sven? Da ist er doch. Ey. Stehen bleiben. Bin immer noch da. Was soll ich nehmen? So, ich hab hier was für dich. Und zwar den Helm. Siehst du jetzt mal etwas? Ich hole es mir später wieder. Ich zahle gut. Verliert es nicht. Keine Zeit zum Reden. Wenn ihr mich bestehlt oder betrügt, töte ich euch. Das meine ich ernst. Ein Flüchtling? Okay. Was war das? Der Boy. Okay. Ich dachte, wir machen das auf meine Art, aber naja, deine Art ist auch nicht schlecht. So, Stahlkriegsachs nehmen wir auch noch mit. Okay, sind hier noch welche? Was war das? Schauen wir, sind hier noch welche. So, den Bogen, den kann er wieder behalten. Sehr gut. Guter Junge. Erstmal. So. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Sind hier noch mehr Leute? Stehen bleiben. Wir sind verloren. Rück zum Schakalaka. Heldenmut. Die sah jetzt nicht wirklich heldenmutig aus. Gut. Kannst du die Rüstung wieder haben? Gut, Messerkamm-Mine. Die Mine ist natürlich auch am Start. Papierrolle, noch eine Spitzhacke. Ach komm, egal. Ich würde da nicht reinlaufen. Joa. Orkisches Schwert am Start. Sven. Ich bin direkt hinter euch. Was soll ich nehmen? Her damit. Her damit. Bekleidung. So. Erstmal. Geben. Na, ah, das sieht ja wohl eher dann aus. Ja. Stahlhornhelm plus 21. Ich glaube, ich behalte den erstmal. Soll er erstmal mit dem Eisenhelm noch rumlaufen. Gut. Dann mal los. Fuck. Das habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich wiege ein wenig zu viel, ja. Jetzt geht's wieder. Kack. Okay, Sven, du musst ein bisschen was nehmen. Ich bin direkt hinter. Was soll ich nehmen? Und zwar, du nimmst deine alte Rüstung noch. Fände ich schon mal gar nicht so verkehrt.
dass du die noch mit dir rumträgst. Keine Ahnung. Ja, das reicht eigentlich. Ich kann mich wieder bewegen. Gut, das ist leer. Eisenkriegshammer und noch eine Spitzhacke. Sehr gut. Warte mal, war da ein Goldbeutel noch? Nope. Toll. Oh, Adept. Wir haben genügend Dietriche. Das war easy. So, noch eine Spitzhacke, ein kaiserlicher, wo nichts drin ist. Eisenerz, Alter. Sehr gut. Wow. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Direkt von Eisen zu Stahl mal ein Upgrade bekommen und ich habe die richtigen Stiefel endlich für meine Rüstung. Ich könnte auch langsam mal sagen, oh bye. Das muss ich ausprobieren. Das muss ich echt ausprobieren, ob das klappt. Ja, ich muss den Verzauberungstisch. Wenn ich den Helm von mir entzaubere, wobei ich habe ja schon mal einen gehabt. Aber hier ist ja erstmal ein bisschen Eisen. So. Ich gebe euch Deck. Was soll ich nehmen? Sven, nimm du mal das Wein. Das Miet. Alter, das Kotelett wiegt ja mal ewig viel. Hier kannst du von mir aus auch essen, wenn du willst. So. Jetzt brauchen wir Stahlbarren schon wieder. Oh Mann. Sieht das aus? Ich habe doch gerade eben hier irgendwie eine Schmiede gesehen, oder nicht? Steck den Laden nicht in Brand, klar? Ja. Ja. Wo ist denn der Flüchtling jetzt eigentlich hin? Wollte der nicht seine Waffe wieder haben? Ah. Da ist er doch. Genau. Eisenkriegshammer, Pelzhelm. Oh, da ist sogar noch was drin. Sehr cool. Sehr gut. Wie sieht das aus wegen dem orkischen Schwert? Oh. Okay, das orkische Schwert braucht ein Orikalkum. Okay. Also Sven. Ich bin direkt hinter euch. Was soll ich nehmen? Du kriegst ein Orkschwert erstmal. Ihr geht vor, ich folge. Bandit, Bandit. Wo ist dieser Flüchtling hin? What the fuck? Er wollte doch seine Waffe zurückhaben, bestimmt. Ich meine, scheinbar ja nicht, sonst wird er ja wiederkommen. Gut, ganz kurz in die Drachenfeste. Genau dieses Ding habe ich da hängen. Von dem, vom Spiel her. Hier. Kann ich euch eben zeigen. Da hängt die Karte. Deswegen gucke ich ab und zu da oben drauf. So. Gut, verzaubern, entzaubern wir mal ein bisschen Zeugs und versuchen den Helm zu verzaubern, damit ich mehr Magik habe. So. Und ich dachte, ihr wärt schon auf dem Weg zum Ölsturzhügel. Schnauze.
Ja, hau weg. An sich ziemlich nice. Oh ja, das ist gut. So. So, Gegenstand. Der Helm. Okay, dann muss ich auch noch das Ding nehmen. Den Helm. Magika verstärken. Verbrechen, ja, erstmal. Gut, dann ziehe ich den erstmal an, damit ich jetzt 100 Verteidigung zusammen habe. Ja. Wie gut ist der gewöhnliche? Oh, und ich dachte, ihr wärt schon auf dem Weg zum Ölsturzhügelgrab. Okay, dann muss er scheinbar echt noch Zeit haben. Gut, ich habe jetzt ein bisschen weniger Magiker, aber das ist jetzt nicht das Problem. Ich habe dafür viel mehr Verteidigung. Okay, was mache ich jetzt als nächstes? Man sagt, Ulfric, ich meine, klar, erstmal die Aufgabe auch abgeben. Aber... Also jetzt muss auf erstmal... Warte mal, erstmal Karte. Ganz kurz erstmal zum Jahr. In Falkenring. So, was ich dann machen werde... Mal gucken. Auch wieder richtig schönes Wetter hier draußen. Aber der muss wach sein, ansonsten wecke ich ihn schon wieder. Mir auch egal. Ja, dann wecke ich ihn. Hey, Jalchen. Schön, euch zu sehen. Endlich. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Hier. Ihr habt euch eine Belohnung verdient. Wisst ihr was? Ich mag euch. Ihr habt keine Angst, eure Hände schmutzig zu machen. 500 Gold war nicht schlecht. Ich erteile euch hiermit die Erlaubnis, in Falkenring Grundbesitz zu erwerben. Sprecht mit meinem Vogt, falls ihr daran Interesse habt. An meinem Hof wäre noch Platz für eine neue Tane. Es ist hauptsächlich ein Ehrentitel, aber es gibt auch Vergünstigungen, die jemandem wie euch nutzen könnten. Ich kann diesen Titel aber nur jemandem verleihen, der in meinem Fürstentum bekannt ist. Wenn ihr meinen Leuten helft, mache ich euch zum Tane. Ich mag den. Dann macht euch auf den Weg. Gut. Dann helfe ich noch Einwohnern und wo ist die Eierpfeile? Wow. Ich glaube, der Vogt ist hier oben. Nee, das ist der Kämpfer für ihn. Der Vogt ist in dem anderen Haus. In dem anderen Zimmer. Ey! Ich bin der Vogt dieses Ortes. Es gibt zurzeit leider kein Haus, aber ich könnte euch ein schönes Stück Land verkaufen, auf dem ihr ein eigenes Haus errichten könnt. Oh, ich verstehe. Nun, das Haus ist unter Umständen noch zu haben, wenn ihr die nötigen Mittel zusammen habt. Wow. Möge die Weisheit auf ewig eure... Okay, 5000 Gold auch. Also entweder 5000 Gold für Briesenheim oder 5000 Gold für den Scheiß. Also ich glaube, da werde ich eher das Haus nehmen. Also was ich mir da zusammenbasteln kann. Das ist
wesentlich besser und ich bin gewohnt, eigentlich da drin zu wohnen. Oh Mann, aber trotzdem ist das schon ein hartes Stückchen, ey. 5000 Gold. Erstmal, also für uns jetzt zumindest noch. Ich meine, am Ende ist es jetzt nicht mehr wirklich das Problem, aber. Ja. Ihr wisst schon, was ich meine. Schon mal stärker. Das orkische Schwert ist schwächer als das Stahlschwert, alles klar. Gut, dann brauchen wir einfach wieder Stahl. Heißt erstmal wieder nach Weißlauf. Oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich würde ja gerne mal den Kundschafter endlich kriegen, damit ich mal so langsam anfangen kann, Heckmeck zu machen. Aber geht nicht. Gut, dann mal auf zum Weißlauf. Und dann würde ich sagen, das war erstmal die Folge. Müsste inzwischen Folge 8 gewesen sein. Ja, ich hoffe einfach mal, dass es jetzt demnächst mal der Fall ist, dass wir diesen Teil bekommen, für den ich diese Bescheinigung haben. Wäre mal schön zu kriegen. Gut. Wir haben auf jeden Fall jetzt, wie viel Geld haben wir? 1400, gut. Ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal bei Skyrim Special Edition.